Der erste Engel, der ist auch hier gegossen worden. Bei meinem Vater. Und da war auch, dass er die Hauptarbeit des Patinierens übernommen hatte. Wir haben hier so ein Spezialsäurengemisch und ein Zusammenspiel zwischen Wärme, Säure, Wasser. Kann man also verschiedene Farbtöne herausbekommen. Man kann also die Höhen ein bisschen heller machen, Tiefen etwas dunkler. Und so kann man einen für den Künstler guten Ausdruck herausbekommen. Güstrow, eine Kleinstadt in Mecklenburg. Seit 1910 lebt und arbeitet hier der Dichter und Bildhauer Ernst Barlach. Im April 1926 beschließt der Gemeinderat des Güstrower Doms, einen Findling auf dem Domplatz aufzustellen, als Ehrenmal für die Gefallenen. Wir fragten Barlach, der zu der Domgemeinde gehörte, um seine Meinung. Nein, das geht nicht. Vor dieses gewaltige Werk der Baukunst kann man keinen Naturstein legen. Die Armut der Gemeinde ist keine Entschuldigung, denn diese Armut verewigt man nicht. Auf die Frage, ob er bereit sei, etwas zu machen, erwiderte er lakonisch. Da muss einem mal etwas einfallen. Und dann berichtet Domprediger Johannes Schwarzkopf weiter. Aber zunächst ging er mit mir in den Dom und maß mit seinem Krückstock an der Stirnwand des Seitenschiffes die Fläche ab, an die möglicherweise ein Relief gepasst hätte. Drei Monate später bat er mich ins Atelier. Nach längerem Zögern kam er damit heraus, das Relief sei nicht möglich. Er schlage ein anderes Werk vor, das allerdings größer und kostspieliger sei. Stockend, beinahe widerwillig, deutete er an, im niedrigen Gewölbe des Seitenschiffes eine schwebende Figur, die ganz in sich geschlossen sei, und ein Höchstes an Konzentration darstelle. Sie solle über den Alltag hinausführen, in eine andere Welt.
Er selbst wolle nichts dabei verdienen und bete nur um Ersatz der Unkosten. Ich lebe wie so ein mittelalterlicher Handwerker, der seine Arbeit und sein Brot hat und für den die Welt seine Werkstatt und seine Arbeit ist. Im Traum fliege ich oft, und zwar auf zweierlei Weise. Entweder dicht über den Erdboden hin, wie man in flachem Wasser schwimmt, oder schräg gegen Bäume ansteigend. Für mich war während des Krieges die Zeit stillgestanden. Sie war in nichts anderes Irdisches einfügbar. Sie schwebte. Von diesem Gefühl wollte ich in dieser im Leeren schwebenden Schicksalsgestalt etwas wiedergeben. Es galt mir eine schwere, ruhende Unbeweglichkeit als Ausdruck nie versiegenden Grams, hängend, weil der irdischen Bedingtheit entrückt, in den Brennpunkt einer ziemlich kleinen und nur zur Dämmerung erhellten Seitenkapelle des Doms zu bannen. Alles diente dem Wunsch, eine Abgewandtheit aus der Gegenwart hin in die Zeit des unerhörten Geschehens glaubhaft zu machen, die schmerzvolle Erinnerung schlechthin zu symbolisieren. In den Engel ist mir das Gesicht von Käthe Kollwitz hineingekommen, ohne dass ich es mir vorgenommen hätte. Hätte ich sowas gewollt, wäre es wahrscheinlich missglückt. Das runde Eisengitter darunter war schon vorher in der Kirche. Ich habe es mir ausdrücklich ausgebeten. Nun schafft es Raum für meinen Engel und gibt ihm Respekt. Man geht nicht dran und probiert, ob er wohl wackelt. Mein Bronzeengel hängt unter dem Domgewölbe und tut so bewegungslos, als täte er schon 100 Jahre. Alle diese Leute, die Nazis, die Stahlhelmer, instinktiv meine Feinde, aus den unerklärlichen Regungen des Blutes mir böse, werden gegebenenfalls nicht viel Federlesens mit mir machen. Das Wasser wird abgegraben. Mancherlei Aussichten sind wie auf Kommando entschwunden. 6 Monate habe ich auf eine Arbeit in Stralsund gewartet, bis ich die Entwürfe selbst zurückzog, um größerem Ungemach zu entgehen. Aus anderen Dingen wird nichts, weil da plötzlich die Legende auftaucht, ich sei Jude. Das Warten, das Ausgesetztsein von anonymen Zuschriften, teils auf offenen Drohkarten, teils durch Anhängen von schimpflichen, mich und die mir nächsten diffamierenden Zetteln an meiner Pforte. Mit anderen Worten, ich habe hier ausgespielt. Aber man sitzt eben in einem Atelier und Haus, das man nicht fluchtartig zu verlassen gedenkt. Dass man bis zuletzt behaupten wird, möge man mich da auch totschlagen. Ich fahre jetzt nur noch im geschlossenen Auto durch Güstrow.
Ich will mich dort nicht mehr sehen lassen. Soll es etwa einen Streit auf offener Straße geben? Die Nazis rufen, das ganze Judenhaus, damit meinen sie mein Haus, muss ausgebrannt werden. Dabei ist weit und breit kein Jude. Nach der Rede des Führers am Tag der deutschen Kunst in München haben die zuständigen Stellen nunmehr beschlossen, das von dem Bildhauer Ernst Barlach im Jahre 1926 geschaffene Ehrenmal für die Gefallenen des Weltkrieges aus dem Dom in Güstrow entfernen zu lassen. Die Abnahme wird in den nächsten Tagen erfolgen. Das Ehrenmal soll einen schwebenden Engel darstellen und war schon seit langem ein Gegenstand heftigster Angriffe. Rostocker Anzeiger, 20. August 1937. Das Barlach-Denkmal ist nunmehr in einer Holzkiste verpackt und in einem Nebenraum abgestellt worden. Meldet der Landessuperintendent in Güstrow dem Oberkirchenrat in Schwerin. Nicht irgendwelche finsteren Nazis, wie der DEFA-Film zeigte, sondern eine nazihörige Kirchenleitung hatte dafür gesorgt, dass am 23. August 1937 unter Beteiligung eines Pastors und eines Oberkirchenrats der Barlach-Engel aus dem Kirchenraum entfernt wurde. Der Engel ist weg. Jetzt ist meines Bleibens hier nicht mehr. Die Leute auf der Straße bleiben stehen, wenn ich vorbeikomme, tuscheln und zeigen mit den Fingern auf mich.
Wenige Wochen nach diesen Aufnahmen eines Atelierbesuchers erliegt Barlach seinem Herzleiden. Er stirbt am 24. Oktober 1938 in einer Privatklinik in Rostock. Am darauffolgenden Donnerstag ist eine Trauerfeier in Güstrow. Ich fahre hin. Dort trifft es sich, dass ich vor den anderen in seinem Haus und auch in seinem Atelier bin. Wie ich mich zur Seite wende, sehe ich Barlach im offenen Sarg liegen. Barlach ist ganz klein. Er liegt mit ganz zur Seite gesenktem Kopf, als ob er sich verbergen wolle. Die weggestreckten und nebeneinander gelegten Hände ganz klein und ganz mager. Über dem Sarg die Maske des Güstrower Domengels. Um den Sarg läuft sein kleiner Hund herum und schnuppert zu ihm auf. Notiert Käthe Kollwitz in ihr Tagebuch und zeichnet den toten Barlach. Zwei Tage später, am 28. Oktober 1938, wird Ernst Barlach auf dem Friedhof in Ratzeburg neben dem Grab seines Vaters beigesetzt. Barlach hatte seinen Schwur erfüllt und Güstrow verlassen, ein Jahr, nachdem sie ihm den Engel aus dem Dom geholt hatten. Die SS-Zeitung Das Schwarze Korps widmet Barlach am 8. November 1938 einen ganzseitigen Nachruf. Völlig mit Recht hat sich das deutsche Volksempfinden gegen Barlachs Kriegsdenkmäler empört. Heldentum und Heldenehre, das ist eine Angelegenheit der Rassenseele. Und der deutschen, das heißt germanischen Rassenseele wird Barlach allzeit fremd bleiben, trotz seines tiefen Ernstes und Könnens, das wir ihm über das Grab hinaus sachlich bestätigen wollen und das ihn trennt von dem eigentlichen Begriff des Kulturbolschewisten. Schon bald nach seiner Abnahme im Güstrower Dom wird der Engel von den zuständigen kirchlichen Stellen nach Schwerin transportiert, zum Stephansstift in der Apothekerstraße, wo er in Holzsohle verpackt fast 4 Jahre lang in der Garderobe des Wiechernsaals liegt. Im Februar 1941 wird der Engel aus diesem Saal heraus in die Autogarage des Landesbischofs gebracht. Als kurz darauf in Abwesenheit des Bischofs die Barlachsche Bronzefigur zur Metallsammelstelle geschafft wird, beschränkt sich der Protest des Kirchenmannes darauf, bei seinem Parteigenossen, dem Kreisleiter in Schwerin, eine Quittung über die Ablieferung des Denkmals anzumahnen. Daraufhin antwortet der Kreisleiter dem Landesbischof: Ich nahm von Ihrer Zuschrift vom 17. April wegen der Metallspende des deutschen Volkes noch nachträglich zur Verfügung gestellten Bronzefigur Kenntnis und übergebe Ihnen wunschgemäß die anliegende Empfangsbestätigung für Ihre Akten. Wir bestätigen hiermit vom Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche Mecklenburgs eine Bronzefigur im Gewicht von 250 Kilogramm zum Zwecke der Einschmelzung für die Wehrwirtschaft erhalten zu haben. Heil Hitler! Ein Jahr nach Barlachs Tod hatte sein Sekretär Bernhard Böhmer 1939 vom Originalwerkmodell einen Zweitguss in der Gießerei Noack in Berlin anfertigen lassen. Als die Reichshauptstadt immer stärker bombardiert wurde,
ließ er 1941 den Zweitguss in das kleine Dörfchen Schneger im Kreis Lykow-Dannenberg zu einem alten Barlach-Freund bringen, dem Maler Hugo Kortzinger. Barlachs Freund Bernhard Böhmer sorgte dafür, dass die beiden Kunstwerke, der Domengel aus Güstrow und der Geistkämpfer, der in Kiel war, der schon in zwei Teile zersägt war, in ganz solide Kisten verpackt wurden. Bildhauergut stand im Frachtbrief. Und dann wurden sie hier 3 Kilometer von hier am Bahnhof empfangen. Mein Onkel hatte sich, der Kürzinger ist mein Onkel, hatte sich 2 Gespanne vom Gut, das waren die Nachbarn, geliehen. Und in einer wilden Fahrt, es geht etwas bergab, hat er mir erzählt später, immer Hölderlin zitiert, wo Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Und tatsächlich, es hat kein Mensch gemerkt, es wusste auch keiner, was in diesen Kisten war. Da wurden die hier einfach auf die Straße gestellt. Eine Kiste, die Hälfte des Geistkämpfers hinter die Eiche, an die Schmiedetür und die zweite Kiste hier in diesen damals offenen Schuppen. Und da haben wir noch ein Brett aufgehoben. Da hat der Kürzinger selbst dran geschrieben, Vorsicht, Kunstwerke. Und im Dorf war der Anblick von Kisten mit Kunstwerken durchaus üblich. Und natürlich, wenn irgendjemand es gemerkt hätte, dann wäre er bestimmt aufgehängt. Das war eine sehr gefährliche Angelegenheit. Und die Kiste mit dem Domengel, die hat hier, also 1943 war das, bis zum Kriegsende unter dieser Treppe, unter seinem Atelierfenster gestanden. Als 1951 der Engel von der Barlach Nachlassverwaltung dem Direktor der Kölner Museen, Professor Reidemeister, zum Kauf angeboten wurde, entschied der sich für einen angemesseneren Ort. Es galt nicht nur, diesem einzigen Originalguss eines der bedeutendsten Schöpfungen deutscher Plastik dieses Jahrhunderts eine neue, sichere Heimat zu geben, sondern vielmehr ihm wieder seine ursprüngliche Weihe und Würde zu verleihen. Diese Aufgabe war aber im Bereich des Museums nicht zu lösen. Geschaffen für eine gotische Kirche, konnte es auch nur hier seine echte Bestimmung erfüllen. So ist am 18. Mai 1952, als die Antoniterkirche ihre Wiedereinweihung erlebte, auch das Werk Barlachs erneut als Ehrenmal für die Toten zweier Weltkriege geweiht worden. Durch Erwerb dieses Originalgusses für Köln war die Barlach-Gesellschaft finanziell in die Lage versetzt worden, für den Güstrower Dom einen Nachguss herstellen zu lassen. Am 9. Juni 1952 notiert der Barlach-Freund und spätere Herausgeber der Werkverzeichnisse, Friedrich Schult in Güstrow: Seit dem 4. Juni, nachmittags ab 5:30 Uhr, ist der Engel wieder in der Hut des Domes oder dieser in der Hut des Engels. Inzwischen hatten in der DDR die abfälligen Kritiken über den Antidemokraten und Antihumanisten Barlach und seine düster-pessimistische Kunst zugenommen. Vor der totalen Diffamierung durch die Eiferer eines sozialistischen Realismus
bewahrte Barlach das entschiedene Urteil eines Bertolt Brecht. Ich halte Barlach für einen der größten Bildhauer, die wir Deutschen gehabt haben. Dass der Engel des Güstrower Ehrenmals mich überwältigt, ist nicht verwunderlich. Er hat das Gesicht der unvergesslichen Käthe Kollwitz. Solche Engel gefallen mir. Und obwohl man weder einen Engel noch einen Mann je hat fliegen sehen, so ist doch das Fliegen glorios dargestellt. Und Svoboda sind plötzlich zu Symbolen der Freiheit geworden. Die westliche Welt erklärte sich mit ihnen und der ganzen CSSR solidarisch, weil sie es geschafft hatten, dem gewalttätigen Imperialismus zumindest eine moralische Niederlage beizubringen. Vor einem Jahr, es war auch Karfreitag, war es eine Fürbitte unter freiem Himmel zum Thema Vietnam. Dann folgte das politische Nachtgebet, jeweils einmal im Monat, ökumenisch, den Fragen der Politik, der Krisen der Welt und der Kirche weit geöffnet. Weiter Marsch zur Kölner Schildergasse, zur Antoniterkirche, wo das politische Nachtgebet ansonsten zu Hause ist. Karfreitag und politischer Passionsweg heute. Verbrannte Dörfer und Wälder, verunstaltete und getötete Kinder in Vietnam klagen uns Christen an, die ihren Verbündeten nicht in den Arm fielen. Verhungerte, von Todesangst gezeichnete Frauen und Männer in Biafra klagen uns Christen an, die nicht wirksam genug gegen Waffenlieferungen nach Nigeria protestierten. Ach Mutter, mach die Fenster zu. Ich glaube, es kommt ein Regen. Da drüben steht die Wolkenwand, die will sich auf uns legen. Was soll aus uns noch werden? Uns droht so große Not. Vom Himmel auf die Erden fallen sich die Engel tot. Ach Mutter, mach die Türe zu, da kommen tausend Ratten. Die Hungrigen sind vorne weg, dahinter sind die Saaten. Was soll aus uns noch werden? Uns droht so große Not. Vom Himmel auf die Erden fallen sich die Engel tot. Ach Mutter, mach die Augen zu, der Regen und die Ratten. Jetzt dringt es durch die Ritzen ein, die wir vergessen hatten. Noch werden uns droht so große Not. Vom Himmel auf die Erden fallen sich die Engel tot. Letzte Station für Schmidt in der DDR war auf seinen eigenen Wunsch die mecklenburgische Stadt Güstrow, wo der vom Kanzler besonders geschätzte Bildhauer Ernst Barlach wirkte. Ernst Barlach Gedenkstätte am Rande von Güstrow
die erste Station der Reise nach Mecklenburg. Bundeskanzler Helmut Schmidt blieb nicht viel Zeit. Die Fotos, die Erinnerungen an einen großen Künstler, die dokumentarischen Stationen dessen Lebens in sich aufzunehmen. Das Protokoll drängte. Besuch im Dom von Güstrow. Ein ernster Helmut Schmidt, der seine Bewegung nicht zeigt, als er Ernst Barlachs Schwebenden Engel sieht, das wohl bekannteste Werk des Künstlers. Ein Gespräch mit Repräsentanten der evangelischen Kirche, das hatte der Bundeskanzler sehr nachdrücklich gewünscht. Für ihn waren die Begegnungen im Dom von Güstrow ein symbolischer Akt. Er wollte auch der DDR-Partei und Staatsführung zeigen, dass die Kirche, seine eigene Kirche, in der Bundesrepublik Deutschland nicht vergessen ist. Nach Ernst Barlach, aber noch vor dem Dom, der Gang durch die Stadt Güstrow. Die Partei und Staatsführung der DDR, die Sicherheitsbehörden, sie hatten perfekt vorgesorgt. Güstrow war eine hermetisch abgeriegelte Stadt. In der traditionsreichen Bildgießerei Noack in Berlin-Friedenau wird 1987 ein weiterer Engel gegossen. Im Keller der Gießerei hängt noch die Engelattrappe, die 1963 für den DEFA-Film Der verlorene Engel angefertigt wurde. Auf dem Boden stehen die zweigeteilten Gipsformen des Engels. Das Auftragsbuch der Bildgießerei Hermann Noack. 1927 hatte Ernst Barlach noch selbst den Guss des Engels veranlasst, der später dann von den Nazis eingeschmolzen wurde. ...1939 ließ Barlachs Sekretär Böhmer vom Originalmodell den zweiten Guss anfertigen, der jetzt in der Kölner Antoniterkirche hängt. Weil das Originalmodell im Krieg zerstört worden war, musste von dem Kölner Engel ein Gipsmodell abgenommen werden für den Guss des Güstrower Engels 1952. ...1987 lässt das Schleswig-Holsteinische Landesmuseum Schloss Gottorf in Schleswig von dem Kölner Gipsmodell einen dritten Engel bei Noack gießen. Also der Kopf sieht eigentlich schon
recht ordentlich aus, hat schon Ausdruck. Die Augenlider, die kann man so ein bisschen herausholen, indem man sie oben ein bisschen heller macht. Auch die Nase ist ein bisschen aufgehellt. Aber man darf das nicht zu wild machen, sonst geht die Ruhe des schwebenden Engels kaputt. Und wenn man das alles jetzt hier so schön patiniert hat, wird noch mit einer Wachslösung alles bestrichen. Und wenn der Wachs richtig ausgehärtet ist, kann man ihn mit Lappen ein bisschen polieren und dann kriegt die Bronze in ihren Farben erst den richtigen schönen Ausdruck. Seit Ende 1987 hängt nun ein dritter Barlachengel in Schleswig. Dort aber nicht, wie in Köln und in Güstrow, als Mahnmal für die Opfer des Krieges, sondern nur mehr als eins von vielen Kunstwerken unter einer Museumsdecke. Vor 40 Jahren Bevormundung. Mal sehen, genug. Trug haben wir genug. Ja. Wir müssen davon ausgehen, dass wir doch wohl 20.000 bis 25.000 Menschen hier ihren Willen abgeben wollen. Die Kirche im Dom wird sicherlich diese Massen wieder nicht fassen. Durch die absolutistische Gewalt und ihre Arroganz vor dem Volk ist in den 40 Jahren der Machtausübung eklatant angewachsen. Das Vertrauen kann nur dann wieder gewonnen werden, wenn sich die Partei selbst zur Disposition stellt und die Antwort des Volkes abwartet. Engel, du Mittler zwischen Geist und Körper, was mache ich gegen die Traurigkeit?
die mich heimsucht beim Anblick des immerwährenden Krieges, des faulen Friedens, des grauen Alltags unter uns Menschen. Das einzige Mittel gegen die Traurigkeit ist, etwas zu lernen.